Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video soll es mal darum gehen, dir eine kleine Anleitung, eine kleine Checkliste ja mit an die Hand zu geben, wie du ja die ersten Schritte ja in deinem Network Marketing Business gehen kannst, gehen solltest, ja, wie du einen erfolgreichen Start im Network Marketing eben hinlegst. Das ist die Checkliste, die ich zum Beispiel zur Einarbeitung bei meinen Teampartnern verwende, zumindest bei den Teampartnern, wo sich nach einer gewissen Zeit rauskristallisiert hat, dass wir da, ja, dass es die Person auch tatsächlich ernst meint und ja, nachdem wir, ich sag mal, auch ein Startergespräch dann geführt haben. Und ja, diese Checkliste kannst du ja für dich dann so übernehmen und kannst für dich dann halt hergehen und kannst ja deinen eigenen Erfolg ja in deinem Unternehmen halt eben auch planen. Dazu unterscheide ich zwischen zwei Bausteinen, einmal den Baustein Business und einmal den Baustein Persönlichkeit, also persönliches, private Ziele etc. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, lass uns das mal der Reihe nach durchgehen. Zunächst mal ist es wichtig, wenn du jetzt irgendwo anfängst, ja, dass du für dich einfach mal eine Bestandsanalyse machst, dass du dir einen sogenannten Businessplan auch erstellst, dass du ja überhaupt weißt, was musst du denn konkret eigentlich tun, um gewisse Ergebnisse in deinem Business halt zu erzielen. Weil die meisten kommen deswegen nicht vom Fleck, weil sie auch über zu wenig Wissen verfügen, was sie überhaupt ja konkret tun sollen, was sie konkret tun müssen. Und da ist es einfach erstmal wichtig, für sich selbst zu schauen, was sind denn eigentlich oder wo stehe ich denn gerade, ja, und wo will ich denn hin, um dann einfach auch zu sehen, wo muss ich denn dran arbeiten und wie komme ich schnellstmöglich von A nach B. Zum einen solltest du für dich einfach mal aufschreiben, was deine Ziele sind, ja, welche Ziele du erreichen möchtest. Jetzt hier bevorzugt im Bereich deines Geschäfts, dass du einfach für dich mal abklärst, welche Ziele sollen bis wann eigentlich erreicht werden. Dann, dass du einfach für dich mal herausfindest, was sind eigentlich deine Stärken, dass du dir deiner Stärken auch bewusst wirst. Weil nur wenn du weißt, welche Stärken du hast, kannst du auch diese Stärken dann gezielt einsetzen. Sei es in deiner Rekrutierungsstrategie, sei es in, ja, in deiner Art und Weise, wie du eben neue Kunden und neue Geschäftspartner gewinnst. Und dann brauchen wir auch noch die andere Seite, nämlich welche Schwächen hast du? Ja, das ist deshalb wichtig, dass du weißt, wie du damit umgehst, wenn diese Schwächen auftauchen. Ja, und da empfiehlt es sich dann auch immer, wenn man diese Bestandsaufnahmen macht, einfach mal dahinter zu schreiben. Das können wir hier einfach noch ergänzen. Wie kannst du diese Schwächen am besten vermeiden? Beziehungsweise, ja, ich schreibe jetzt hier einfach mal Umgang. Ja, wie kannst du mit denen umgehen, wenn sie auftauchen? Ja, genau. Der nächste Punkt ist, dass du dir auch von Anfang an darüber im Klaren bist, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann. Ja, oder es sagen wir so, es kann natürlich immer nur bergauf gehen. Es kann aber auch passieren, dass gewisse Dinge schief gehen, dass Fehler passieren, dass du ja in gewisse Situationen kommst, wo du ja jetzt nicht weißt, wie gehst du damit um, ja, dass du für dich erkennst, okay, was kann alles auf meinem Weg eigentlich passieren, was kann schief laufen? Und auch hier ist dann wieder die Frage, wie gehe ich damit um, was kann ich dann tun? Und es wäre schon sinnvoll, zu Beginn einfach mal so die größten, ja, ich sag mal, Fehlerpotenziale zu erkennen, damit du sie von vornherein auch ausschließen kannst oder wenn etwas passiert, was dich am Erreichen deines Ziels hindern könnte, dass du weißt, wie du damit umgehst, ja. Aber auch das Thema Gefahren, wo lauern Gefahren, ja, das können banale Dinge sein, zum Beispiel, dass dein Umfeld negativ auf das reagiert, was du jetzt machst, ja, weil vielleicht bist du voller Begeisterung, gehst raus, erzählst der ganzen Welt, was du jetzt in Zukunft machen wirst, dass du ja ein großartiges Unternehmen aufbauen wirst und wirst dann von deinen Freunden oder wie auch immer, von der Familie, ja, vielleicht negative Kommentare hören. Und dann darauf vorbereitet zu sein, das ist ja schon mal ein großer Schritt Richtung Erfolg, damit du da nicht ja, auf dem falschen Fuß erwischt wirst, dass du weißt,
wie kannst du mit solchen Situationen umgehen? Auch hier kannst du das natürlich mit deiner Upline besprechen, die vielleicht schon mehr Erfahrung hat in dem Bereich als du, ja, und kannst auf ihre Erfahrungswerte dann zurückgreifen, aber nicht einfach jetzt drauf loslaufen und dann ja, quasi das Brett vor den Kopf kriegen und dann reagieren, sondern im Vorfeld einfach mal ja die Dinge durchdenken, ja, und dann ganz klar ein Commitment treffen, ich werde es durchziehen, egal was die anderen sagen. Und wenn die das und das sagen, dann kann ich so und so drauf reagieren. Ja? Und dann ist aber auch wichtig, dass deine Motivation hoch bleibt. Und deswegen solltest du für dich auch erörtern, welche persönlichen Chancen du durch Network Marketing hast. Ja? Welche persönlichen Chancen du durch dein Unternehmen hast. Ja? Weil wenn du dir dessen bewusst bist, dann gibt es oft auch keine Alternative. Ja? Wenn du einmal weißt, welche Freiheit, welche Möglichkeiten, welche Chancen Network Marketing für dich bietet, dann wirst du auch sehr schnell feststellen, dass die Rückkehr in den alten Job oder dass die Form oder die Arbeitsweise eines Angestellten nicht unbedingt das ist, was du dann für die Zukunft haben möchtest, sondern ja, du weißt ganz konkret, es gibt keine Alternative dann für dich, ja. Der nächste Punkt ist, dass du dir darüber im Klaren wirst, wer dein idealer Kunde ist, ja, dass du dir Gedanken darüber machst, wer ist dein idealer Vertriebspartner, dass du quasi deine Zielgruppe kennst und auch hier einfach mal für dich auf ein Blatt Papier notierst, wie sieht denn oder wie ist denn mein idealer Vertriebspartner, wie ist denn mein idealer Geschäftspartner, wie alt ist er, wo kommt er her? Welche Interessen hat er? Welche Vorlieben? Welche Hobbys? Für welche Themen interessiert er sich? Weil gerade wenn du diese Dinge auch kennst, kannst du dich zum einen viel schneller in die andere Person hineinversetzen. Du kannst viel schneller Beziehungen aufbauen. Du kannst viel schneller, ja, dich mit der anderen Person, ich sag mal, verbinden. Und du weißt aber auch darüber hinaus ganz klar, welche Person du überhaupt nicht in deinem Unternehmen haben willst. Und wenn du jetzt einen Interessenten vor dir sitzen hast, dann weißt du, okay, ist ein potenzieller Vertriebspartner oder willst du gar nicht in deiner Organisation haben. Ja, geht's weiter mit den Motiven. Was sind seine Motive? Welche Bedürfnisse hat die Person? Ja, das sind alles wichtige Punkte, damit du weißt, wie du ihn ja rekrutieren kannst, wie du die Person von deinem Unternehmen überzeugen kannst. Weißt du, nicht jeden interessiert Verdienst. Ja, manche wollen vielleicht auch eine Freiheit haben, das zu tun, was oder zu arbeiten, wann und wo sie wollen. Ja, also können ja unterschiedliche Gründe sein. So, und wenn du dir so ein klares Bild machst, dann ist dann der nächste Schritt einfach mal zu schauen, welche Einwände könnte die Person haben, vor welchen Herausforderungen steht sie, was könnten so Punkte sein, wo sie das Ganze vielleicht auch kritisch sieht, ja, und das jetzt nicht einfach hier machen, um Fehler zu suchen, ja, an dem, was du tust, sondern einfach gut darauf vorbereitet zu sein. Einfach zu wissen, okay, welche Einwände kommen immer und immer wieder und wie reagiere ich dann darauf? Genau. Wo treffe ich die Person an? Ja, wo finde ich diese Person überwiegend online, überwiegend offline? Finde ich, liest sie bestimmte Magazine, ja, wo ich vielleicht Werbung schalten kann? In welchen Foren, in welchen Gruppen hält sich die Person auf? Ja, also wo kann ich sie treffen, also die Person treffen, um mit ihr, ja, ich sag mal, eine Beziehung aufzubauen, ins Gespräch überhaupt erstmal zu kommen? Und dann ist eben, wie bereits schon erwähnt, einfach mal zu überlegen, wie kann ich die Person für mich gewinnen? Ja, das schaffe ich am besten, indem ich die Bedürfnisse der Person kenne, die Motive herausfinde, ja, im persönlichen Gespräch und dann eben halt auch der Person zeige, wie sie diese Bedürfnisse, diese Motive eben, ja, befriedigen kann, um, ja, um sich eben halt ja, um ihr Leben einfach zu verbessern, ja. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie spreche ich die Person am besten an? Wie gehe ich am besten auf sie zu? Ja, welchen Weg gehe ich am besten? Schreibe ich sie vielleicht über, ja, soziale Netzwerke an, über Business-Netzwerke? Rufe ich an? Gehe ich vorbei? Ja, das sind alles so Themen, die legst du hier fest. So, und dann geht's ohne Zahlen, Daten, Fakten geht's dann eben auch nicht. Und da müssen wir dann eben einfach mal drüber gehen und schauen, okay, was ist denn auch hier
momentan Stand der Dinge. Was sind meine Ausnahmen? Ausnahmen, Entschuldigung, was sind meine Einnahmen und was sind meine Ausgaben? Ja, also was sind meine Fixkosten? Welche fixen Ausgaben habe ich im Monat? Welche fixen Ausgaben habe ich im Jahr? Und was muss ich dann dementsprechend auch an Einnahmen erzielen? Und dann wird es eben schon konkret, indem du dir ganz klare geschäftliche Ziele setzt, nämlich was will ich bis wann erreicht haben? Ja, welche Stufe willst du erreicht haben? Bis wann? Ja, wie viele Vertriebspartner willst du gewinnen? Ja, aufbauen für dich und in deinem Team gesamt und bis wann? Wie viel Umsatz willst du machen? Wie viel Einkommen willst du erzielen und bis wann? Ja, und dann, was ist dein Herzensziel? Warum willst du das Ganze erreichen? Das ist auch hier oben wichtig bei der Zielsetzung oder wenn du deine Ziele aufschreibst, frag dich immer, warum willst du das? Weil dieses Warum, das ist so, ich weiß, das hört sich immer so abgedroschen an, aber das ist so unglaublich wichtig, weil du kannst viele Ziele notieren. Du kannst dir aufschreiben, ich möchte diesen Monat 30 Vertriebspartner gewinnen. Ich möchte diesen Monat 15 Kunden gewinnen. Das ist alles belanglos, ja, wenn du nicht weißt, warum du das haben möchtest. Wenn du keinen Grund hast, warum du das haben willst, ja, dann ist es einfach ein aufgeschriebenes Ziel ohne jegliche Emotion. Und dieses Warum ist eigentlich der Treibstoff, ja. Das Ziel ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, erstmal ein Stück weit uninteressant, weil wenn du den Grund hast, warum du etwas tust, ja, dann werden sich meistens dadurch die Ziele früher oder später sowieso, ja, wirst du die Ziele früher oder später sowieso erreichen. Klar, nicht jedes Ziel wird immer 100% erreicht, aber du wirst weiterkommen, wie wenn du das nicht hast. Und dieses Warum ist halt der Treibstoff. Das ist bei einem Auto, du kannst zwar festlegen, ich will nach Berlin, ja, wenn aber dein Auto keinen Sprit hat, wenn da kein Benzin drin ist, dann wird sich das Auto nicht vom Fleck bewegen. Und genauso ist es hier auch zu sehen. Also du brauchst das Warum ist quasi der Treibstoff, ja, der uns von A nach B bringt. Und dann ist wichtig aufzuschreiben, notwendige Aktivitäten, um das Ziel zu erreichen. Unsere Katze hier gibt auch ihren Kommentar. Vielleicht hörst du das im Mikro. Die erzählt ganz fleißig. Okay, aber kommen wir wieder zurück. Dann wichtig, notwendige Aktivitäten, um das Ziel zu erreichen. Notier dir das Ziel und was musst du dann dafür tun? Wie viele tägliche Kontakte musst du machen? Ja, sei es Telefon, wie viele Leads musst du generieren? Ja, also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir ja bei 30 Leads, die wir online generieren, ja, kommen durch unseren Sales Funnel, den wir dahinter geschaltet haben, zwischen 1 bis 3 Teampartner-Anbindungen raus. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo der Traffic dann herkommt in den einzelnen Fällen. Aber in der Regel kannst du bei 30 Leads mit einem Teampartner auf jeden Fall rechnen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche ein Ziel habe, ja, dass ich 3 Vertriebspartner rekrutieren will, dann muss ich eben dafür Sorge tragen, dass ich mindestens mal 90 Leads generiere. Ja, und so ist es ja auch. Wenn du jetzt noch nicht deine Kennzahlen hast, dann solltest du da Statistik drüber führen, dass du dir einfach täglich notierst. Und das geht schon beim ersten Tag los. Mit wie vielen Menschen habe ich heute gesprochen? Wie viele davon konnte ich zu einem Termin begeistern? Wie viele Termine haben stattgefunden? Bei wie vielen Terminen kam ein Abschluss zustande? Und bei wie vielen Terminen ein neuer Vertriebspartner? Und dann kannst du daraus, also am Anfang ist die Zahl zwar noch nicht aussagekräftig, aber du hast mal so ein grobes Gerüst. Und umso länger und umso intensiver du das Ganze machst, umso über einen größeren Zeitraum, umso klarer wird deine Quote. Und Network Marketing ist einfach nur ein Quotengeschäft. Und wenn du deine Quote kennst, dann weißt du ganz einfach, okay, was du täglich zu tun hast. Und dann gibt es nur noch tun, tun, tun. Ja? Und zwar deine Quoten erreichen. Natürlich Quoten auch immer gerne verbessern, aber das ist dann hast du deine Ausgangsbasis und weißt, wenn du das und das tust, hast du das und das Ergebnis. Ja, deswegen also klar werden, wie viel tägliche Kontakte musst du tun, um dein Ziel zu erreichen, wie viele Vertriebspartner musst du rekrutieren am Tag, im Monat, Jahr, wie viel Verkaufsgespräche täglich, Monat, jährlich, ja, wie viel Rekrutierungsgespräche musst du durchführen und wie ich eben bereits schon erwähnt habe, wie viele
den Leads solltest du generieren. Und wenn du jetzt hier die Zahlen noch nicht kennst, sprich mit deiner Upline drüber, sprich mit deinem Sponsor drüber. Die sollten in der Regel auch die Erfahrungswerte haben und die sollten diese Zahlen auch kennen. Und dann kannst du mit denen zuerst mal arbeiten und dann nach einem Monat hast du schon relativ gute Zahlen, wenn du richtig Gas gibst, mit denen du dann auch weiterarbeiten kannst und kannst die dann natürlich ergänzen und weiter fortführen. So, und dann geht's in die tägliche Arbeit rein. Du solltest dir dann aufgrund dieser ganzen Erkenntnisse dann einen Aktionsplan erstellen. Das machst du einfach, indem du ein Blatt Papier nimmst oder eine To-Do-Liste. Dort schreibst du deine täglichen Aktivitäten drauf. Du kannst es auch deine monatlichen Aktivitäten machen. Und ich würde dir aber empfehlen, für jeden Tag eine Liste anzufertigen, wo dann drin steht, welche täglichen Aktivitäten du auf jeden Fall machen musst, um dein Ziel zu erreichen. Und dann schreibst du dahin, das soll ist. Und dann kannst du einfach eintragen, okay, täglich 5 Gespräche zum Beispiel. Dann schreibst du rein, heute 5 Verkaufsgespräche führen, soll 5 und dann am Ende des Tages siehst du dann bei ist, wie viel du tatsächlich dann geführt hast. Und so kannst du dich ja an deinen Zielen orientieren und du weißt jeden Tag, was du zu tun hast. Und das ist halt eben ein großer Vorteil, wenn du das beherrschst, weil wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, dann hast du halt niemanden mehr, der dir sagt, was du heute zu tun hast. Dafür musst du selber sorgen und das kannst auch nur du letzten Endes machen, indem du dir deine Ziele setzt und dann auch die Aktivitäten dafür bestimmst und dann eben Soll-Ist-Abgleich machst. So, das war der Business-Bereich. Dann haben wir noch den persönlichen Bereich. Auch hier solltest du für dich klare Ziele haben. Auch hier wieder, ja, warum willst du das Ganze? Warum willst du diese Ziele erreichen? Und dann einfach kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele dann auch setzen. Wie gesagt, gilt im Business-Bereich wie im persönlichen, im privaten Bereich gleichermaßen. Und dann notiert ihr einfach, welche Schritte zum Ziel notwendig sind. Gebt dir ein Beispiel, mal angenommen, du willst jetzt kurzfristig innerhalb eines Jahres 5 bis 10 Kilo abnehmen, wie auch immer, dann könntest du das jetzt hier notieren. Ich will, mal angenommen, du wiegst 100 Kilo und du willst jetzt aber Ende des Jahres 90 Kilo wiegen. Ja, dann könntest du dir hier hinschreiben, am 31.12.2018 wiege ich 90 Kilo. Ja, so auch das Ziel richtig formulieren, ja, dass es wirklich ganz konkret ist, also nicht ich will abnehmen, sondern wirklich konkret sagen, was Sache ist, was du erreichen willst. Und dann könntest du hier aufschreiben, beziehungsweise dann solltest du aufschreiben, ich stelle meine Ernährung um, ich ernähre mich so, so und so, ja, je nachdem, es gibt ja da super viele Ernährungsansätze. Ich will täglich mindestens 30 Minuten spazieren gehen, laufen, joggen, wie auch immer, oder ich gehe 1 Stunde am Tag schwimmen. Ja, also das kannst du hier dann alles für dich erfassen und so hast du einfach auch hier wieder Aktivitäten, die dich zu deinem Ziel führen, ja. Aber du kannst auch hier dazu schreiben, zum Beispiel, was du nicht tun sollst, ja. Wenn dann zum Beispiel, bleiben wir jetzt beim Abnehmen, wenn du bisher jeden Tag eine Tafel Schokolade gegessen hast, dann solltest du hier auf jeden Fall hinschreiben, not to do Tafel Schokolade täglich essen, ja, oder auf Süßigkeiten verzichten, ja, wie auch immer. So, und dann machst du aus diesen kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Zielen, ja, brichst du die runter auf Jahresziele, ja, weil es gibt ja auch Ziele, die sind so 10 Jahre in die Zukunft oder 5 Jahre in die Zukunft, also nichts, was jetzt akut ist, aber an denen man heute schon arbeiten sollte, ja, und deswegen unterteilst du das ganz einfach, brichst es runter auf Jahresziele, dann auf Monatsziele, Wochenziele und dann Tagesziele und dann kommt auch hier wieder der Aktionsplan zu tragen, wie wir ihn schon besprochen haben und dann würde ich dir 2 Hilfsmittel ans Herz legen. Das ist einmal, dass du einen Wochenplan führst, ja, aber ich denke, das ist sollte eigentlich jeder Unternehmer, Networker oder Selbstständige dann eben so oder so haben, dass er weiß, okay, wann habe ich welche Termine und dann eben diese Aktivitäten, To-Do-Liste oder Aktionsplan, wie du es dann auch immer nennen willst. Genau, und wenn du das gemacht hast, dann hast du wirklich eine klare Ausrichtung, du weißt, wo du in Zukunft hin willst und dann soll da einem erfolgreichen Start ja im Network-Marketing nichts im Wege stehen.
Und ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Checkliste weiterhelfen. Und wenn dem so ist, gib mir einen Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen diese Infos hier interessant sind. Wichtig, abonniere den Kanal, ja, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Ja, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.